der Sebastian bei KidsTube. Der Kanal für Kinder. Mann, Leute, was das für ein Wetter! Hagel, Regen, Sturm, Gewitter und mitten am Tag finsterkalt. Ich wollte euch gerade beschossen. Wusstet ihr eigentlich, dass sich bei Windstärke 5 große Äste bewegen? Wusstet ihr das schon? Wie entsteht eigentlich Wetter? Was passiert bei einem Gewitter? Genau das will ich euch heute erklären. Das waren aus Versehen 2 Karten. Nummer 2 ist weg. Die feuchtwarme Luft, warme Luft, wird leichter. Es steigt nach oben und kühlt sich wieder ab. Es entsteht eine Wolke. In einer Gewitterwolke sind ganz viele Wassertropfen und kleine Eiskugeln. Oh, es ist sehr kalt. Da ist so viel los, dass es Eiskugeln sich aufeinander reiben und eine Party machen. Naja, Party nicht. So entstehen eine elektrische Spannung. Die sich dann mit Blitz und Donner entlädt. Wie verhalte ich mich bei einem Gewitter? Dafür müsst ihr wissen, wie weit das Gewitter weg ist. Zählt einfach die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Und dann teilt ihr das durch 3, wenn ihr überhaupt geteilt könnt. So viele Kilometer ist das Gewitter entfernt. Beispiel: Blitz 1, Blitz 2, Blitz 3, Blitz 4, Blitz 5, Blitz 7, Blitz 6, Blitz 7, Blitz 7, Blitz 8, Blitz 9, Donner 9 Sekunden durch 3 macht 3. Kilometer entfernt. Das war aber ganz schön leicht. Am sichersten seid ihr unter einem Haus oder in einem Auto. Haus oder im Auto. Falls ihr doch mal auf einer Wanderung überrascht werdet, hockt euch hin und macht euch ganz klein. Niemals unter einem Baum. Nummer 6. Die letzte Karte. Zählt dabei immer wieder, wie weit das Gewitter weg ist. Habe ich das schon gelesen oder steht das nochmal? Oder habe ich es noch nicht? Ist auch egal. Das war's zum Thema Gewitter. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich. Tschüss, euer Sebastian von KidsTube, der Kanal für Kinder. Tschüss! Bin fertig.